Baujahr 1968, Karl Lindwein und Martin Ebner, der Klassik. Na, unfasslich! Ja, ich bin bei Ihnen am ganzen Körper, bin bewaffnet mit unzähligen Terminen, den Sie nicht verpassen dürfen. Samstag, der Grand Prix im Zentrum von Gröbming. 1912, Baujahr 1968. Mit der 156 ein Alfa Romeo Sagato Junior aus dem Jahr 69. Max Meyer, ein BMW 202 TI, 1969 gebaut. Die beiden unterwegs gemäß ihrem Motto: keine Feier ohne Meyer. Dieses Auto hat 1972 übrigens die 1010 Rallye in seiner Klasse gewonnen. Alles Gute den Meyers, alles Gute dem Sebastian und der Nicola. Startnummer 159 fährt wieder mit im Rahmen unserer Jagd 69. Ein Fahrzeug, das bei vielen historischen Rallyes auch gelegt wird, zum Beispiel bei der historischen Monte Carlo Rallye oder bei der Hoppe der Alpi. Und sie freuen sich sehr, haben sie uns gesagt, im Sommer wieder im Enstal dabei zu sein. Wollen wir hoffen, dass der Sommer sich von seiner guten Seite zeigt. Die schlechten Seiten, die haben wir in den letzten beiden auf die Reise. Startnummer 161, ein Triumph TR6. Die Startnummer 162, das sind Fabienne und Dennis Hirzer in einem Fiat 100D Abarth 214 gebaut. Nächstes Junior-Team, ein Porsche-Vorbereitung, ist alles, wie wir wissen. 164 ist dann ein Ford Mustang aus dem Jahr 1969. Er ist innen und außen so wie er von 60. Wolfgang Hartmann mit Elisabeth Hartmann, ein 424 Sport Spider AS, gebaut 1969. Doppeldockmotor, Fünfganggetriebe, vier Scheibenbremsen, also das war damals schon herausragend. Enrico, ja, Fachjournalist, auch ein Mann, der weiß, wovon. Mit der 171. Das hubraumstärkste Fahrzeug bisher, das ist ein Plymouth Roadrunner. Am Start Michael Kramer in Grün. Alles Gute. Jetzt können wir nur noch Porsche. Roadrunner mit ganz berühmten Sounds. Motorsport, Journalist, Organisator und auch unser Streckensprecher in Lutz am See, wo er herkommt. Willi Heiden. Also Sie merken, die Planungen laufen schon fürs kommende Jahr im wunderschönen Lutz. Die 177, Christian und Paolo Starchel aus dem Jahr 1971 mit vier Wagenpassen der Klasse T24 und seit 2012 Teilnehmerfahrzeug hier schon mal gewonnen. Es war das Jahr 2000 und Peter Kinzer aus Deutschland in einem Ferrari 365 GT. Hat 2021 den Concours d'Elegance Tegernsee gewonnen. Damals der erste Preis in der Kategorie unrestaurierter GTV-Vater Tobias und der Sohn Linus aus Hamburg sind zum Drittwort Vater Sohn Ingo und Fabian Klatter mit der 184, ein aus dem Mini Cooper S aus dem Jahr 72, ein Original 4-konformes Rallye-Fahrzeug, das aus Wales importiert wurde, generalsaniert und neu aufgebaut wurde. Mit Florian Hachleitner und Christopher Wischenbart ins Rennen geschickt. Ist alles Gute den beiden hier. Auch schon alte Hasen, Routiniers hier bei der Instant Classic im Familienbesitz ist und nach einem Hochwasser im Jahr 2002 komplett restauriert werden musste. Und das ist hervorragend gelungen. Wolfgang Kriegel und Björn Dietrich, Porsche 911, 2,5 Liter GT, Baujahr 1972. Dann haben wir also wieder 72, aufpassen, die Metzgerlegende Hannes Kurz und Deutschlands berüchtigter Cannabiskönig David. Ja,
Jetzt sind wir bei den letzten drei Fahrzeugen plus einem Nachzug und Junior, ebenfalls im Youngster-Team, der Youngster-Trophy unterwegs, Baujahr 1970. Die 4 komplett restauriert wurde, auch schon mehrere Male bei der Einzelklasse dabei war, auch andere. Und die letzte und höchste Startnummer, beinahe schon traditionell, das fährt die 197 Fritz, 1972, Erstbesitzer war Norman Perlmutter, das Auto war. So, mit der 74 haben wir Joachim Wiese und Christian Gerhardt, der Mannschaft, die jetzt mit geänderter Startzeit hier die 423.